Baron Dexter Nimrod zu Ulmenhain, Oberst der Löwengarde, Leiter der kaiserlich-gerätischen Informationsagentur und ehemaliger Großinquisitor des Reiches unter Kaiser Reto. Wie wurde Nimrod zu dem Mann, der von Freund und Feind gleichermaßen gefürchtet wird und der jeden Schritt schon kennt, noch bevor er ersonnen wird? Nimrod beginnt seine Karriere in der Kriegerakademie zu Romulus. Er wird Leutnant im Bürgerregiment Gareth, ist dort Gasthörer zum Praios-Seminar und tritt dann schnell dem profanen Bannstrahlerorden bei, der Praios-Gesetze so hochhält. Nimrod bekommt den Posten eines Hauptmannes in der Panthergarde, der absoluten Elite-Einheit Aventuriens. Dort dient er in den Feldzügen rund um Maraskan und wird schnell aufgrund seiner Kompetenz weiter erhoben zum Stabsoffizier. Dort verbleibt er in Maraskan, leitet die berüchtigte Abteilung der KGIA und jagt sowohl Rebellen als auch Zauberer auf der Insel gnadenlos. Zurück in Gareth wird er vom Boden des Lichts persönlich zum Großinquisitor erhoben, obwohl er immer noch kein Praios-Geweihter war. Es ist nicht ganz geklärt, wann er die Position in der KGIA bekommt und nun auch verborgene Agenten im Feld befehligt und koordiniert. Als Reichsgroßgeheimrat leistet er eine absolut brillante Arbeit und lenkt das Reich so um verschiedene Anschläge herum. Er kann verhindern, dass der Prinz Brynn vergiftet wird und ist auch zur Stelle, als der finstere Alchemist Allureth Mangrace seine diabolischen Pläne in Vinhall verüben will. Nach entscheidender Beteiligung an der Niederschlagung des Answin-Aufstands und der Niederlegung des Inquisitorenamtes wurde Nemrod mit der Grafenwürde zu Werheim belehnt, nachdem der frühere Landesherr Helme Harfax zum Fürstmarschall von Maraskan ernannt worden war. Alle Meisterleistungen hier von ihm zu nennen, würde den Rahmen sprengen, zudem hat die KGIA heute immer noch viele Informationen nicht freigegeben. Allerdings gibt es einige Auftritte, unter anderem in Der Wolf von Vinhall, Ein Stab aus Ulmenholz, Die Verschwörung von Gareth, Ja, das Greifen, Siebenstreich, Rausch der Ewigkeit, Ein Diadem aus Elfenhand, Kreise der Verdammnis und letztendlich Schlacht in den Wolken. In diesem letzten Abenteuer, welches den Auftakt zum Jahr des Feuers bildet, ist es wieder einmal Dexter Nimrods Geschick und Planung zu verdanken, dass der von Rache verblendete ehemalige Hofmagier Galotta stirbt. Hier endet seine Geschichtsschreibung im Jahr 1027. Es wird behauptet, er sei bei diesem Absturz in der schwarzen Festung Kolakai gestorben. Zu Lebzeiten war er stets auf einen Stock gestützt, stark gealtert, mit weißem, kurzgeschorenen Haar und klarem, forschenden Blick. Seine grauen Augen fixieren jeden, erforscht seine Geheimnisse, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Er ist zumeist in Begleitung seiner vermummten Leibwache, die aus Magiern und Kriegern gleichermaßen besteht. Als ehemaliger Großinquisitor und Reichsgroßgeheimrat ist der Baron wohl einer der mächtigsten, mit Sicherheit aber einer der gefürchtigsten Männer des Mittelreichs. Nimrod war enger Vertrauter von Kaiser Reto und seinem Enkel Brynn. Er hatte Zugriff auf die sogenannte 11. Schwadron, eine Elite-Eingreiftruppe, die von seinem Hauptmann Drego von Angenbruch geführt wurde. Niemand wusste, dass Dexter Nimrod Fex viel näher stand als Praios und seine Initialen D. Nimrod sind ein Anagramm zu dem legendären Oberhaupt der Fexkirche, der Mond. Aber das kann auch nur ein Zufall sein.